Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man einen coolen Minecraft-Bunker bauen kann. Und zwar soll das so in die Richtung moderner Redstone-Luxus-Bunker gehen quasi. Und wenn ich mit der Welt fertig bin, wenn ich fertig gebaut habe, werde ich euch den Link zum Download von der Welt quasi in die Beschreibung stellen. Und ich werde euch auch den Seed in die Beschreibung tun, falls ihr hier auch spielen möchtet, weil die Welt ist eigentlich ziemlich cool. Ich bin nach vorne gespawnt und werde jetzt den Bunker hier vorne bauen, also ist ziemlich dicht am Spawn sogar. Und ja, wahrscheinlich wird das Ganze hier ein bisschen länger dauern, deswegen werde ich so ein paar unwichtige Sachen so in der Mitte rausschneiden, zum Beispiel wenn ich jetzt hier so Sachen abbaue und sowas. Und ich, wenn es sonst zu lange wird, mache ich auch mehrere Teile draus, also nicht, dass ihr hier jetzt so ein, weiß nicht, 4-Stunden-Video habt oder so, das wäre ein bisschen komisch. Ja, aber das war's eigentlich, erstmal von den organisatorischen Sachen quasi, und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit. Und zwar möchte ich hier den Eingang quasi erstmal bauen, das ist natürlich das erste, was man baut bei einem Bunker. Und ich würde sagen, ich mache da jetzt erstmal ein paar Blöcke weg, damit wir hier dann auch schön bauen können. Und ich würde sagen, das reicht auch schon erstmal. Ich habe hier so ein paar Blöcke rausgesucht. Das werden so die Hauptblöcke, denke ich, für den Bunker sein. Aber ihr könnt natürlich wie immer jeden Block benutzen, den ihr cool findet. Und ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall den Eingang hin. Der wird insgesamt 5 Blöcke breit. So. Ja, 4 Blöcke hoch können wir auf jeden Fall auch lassen. Und dann mache ich hier nochmal so. So groß wird dann ungefähr der Eingang. Und ich werde dann so 3x3 Pistentüren quasi dahin bauen. Die werden dann ungefähr so aussehen. Und ich würde sagen, ich mache draus, ich verspreche mich hier schon direkt am Anfang, ist da richtig gut. Nee, ich werde hier draußen rum nochmal so eine Reihe mit solchen Blöcken machen, das sieht dann noch ein bisschen massiver aus. Und dann werde ich hier später natürlich außen noch alles ein bisschen hübscher bauen und das hier, ne, das, die ganze Umgebung so ein bisschen, aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier vor allem um den Bunker. So. Ich würde sagen, das sieht schon mal gut aus und dann werde ich jetzt hier erstmal zum Beispiel einen Tunnel bauen. Da werde ich jetzt nur ein paar Blöcke abbauen einfach und das ist ja ziemlich langweilig und sowas schneide ich dann halt zum Beispiel einfach raus. So, den Tunnel habe ich jetzt erstmal so ein Stückchen in den Berg gehauen quasi. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal solche Träger hier hin. Das sollen so irgendwie Stahlträger oder sowas sein, keine Ahnung, woraus man halt so einen Bunker bauen würde. Und ich glaube, ich mache sogar noch einen davon. Wobei ich glaube, auf dieser Ebene mache ich dann das Tor tatsächlich, also das Eingangstor. Deswegen würde ich sagen, machen wir das hier doch nochmal höher, so ungefähr. Und auch ein bisschen schmaler. Das wird ja ein 3x3 Pistentor soll hier rein. Dazu habe ich übrigens schon mal ein Tutorial gemacht. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Und das soll geschlossen dann so aussehen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier natürlich auch den Dirt mal weg. Das sieht ja auch ein bisschen doof aus. Und mach da mal Stonebricks hin. Mal gucken, wie das aussieht. So. Natürlich, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, ihr könnt natürlich alles bauen, wie ihr möchtet. Nur weil ich das jetzt cool finde, heißt es ja nicht, dass ihr das nice findet. Dementsprechend solltet ihr halt, na, ihr könnt ja auch einen Bunker aus Holz bauen oder sowas, das ist ja auch eigentlich egal. Oder halt einfach andere Steine nehmen oder anders dekorieren oder sowas. Und ich würde sagen, so sieht das schon mal ganz gut aus. Aber ich werde die hier, glaube ich, doch nochmal ändern. Und zwar mache ich da lieber Halbsteine hin. Mal gucken, wie das dann aussieht. Dann sieht das nämlich nicht so gerade aus, sondern hat auch so ein bisschen Tiefe. Das sieht natürlich immer ein bisschen besser aus. So. Zack, zack, zack. Dann hier noch höher. Wobei man in den Ecken auch vielleicht so machen könnte. Na, wobei, lieber nicht. Nee. Das lassen wir mal lieber so, wie es ist. So, das sieht doch schon mal nice aus. So. Dann mache ich die, glaube ich, doch nochmal weg. Mache da vielleicht diese Blöcke hin. Und dann müssen wir da natürlich auch noch Lampen reintun. Die würde ich sagen, machen wir einfach ganz nach oben. Dann machen wir dafür, also die Lampen werde ich meistens so bauen, dass ich halt hinten Seelaternen habe und dann davor Glas. Sieht eigentlich immer ziemlich nice aus. Dann hier natürlich auch noch so einen Block hin. Vor Glas. Sieht ja eigentlich ziemlich cool aus. Und dann mache ich hier gleich auch nochmal Stufen hin, dass man halt schön so in das Tor reingehen kann quasi. Und dann müssen hier oben natürlich auch noch die Blöcke ausgetauscht werden. So, zack. Und dann machen wir hier vielleicht nochmal, was man machen könnte, ist Stufen zu nehmen tatsächlich. Die dann so zu bauen. Sieht eigentlich auch ziemlich nice aus. Aber ansonsten würde ich sagen, sieht der Eingang schon mal ganz gut aus. Der muss natürlich nicht so massiv sein. Und später werde ich dann hier auch nochmal so ein paar, ja, so Gesteine und so drumherum bauen, damit es halt ein bisschen besser aussieht. Aber ich denke, sonst kann man den erstmal so lassen. Ich glaube, ich mache hier die Lampe doch nochmal weg. Das sieht ein bisschen komisch aus irgendwie. So. Ich denke, so kann man es erstmal lassen. Das passt schon. So, und dann ist hier auf jeden Fall das Pistentor. Und öffnen wird das dann so aussehen. So. Zack, zack, zack. Aber wie gesagt, das ganze Redstone werde ich am Ende machen. Erstmal muss ich ja gucken, wie das Ganze aussehen soll, so. Und ich würde sagen, wir machen insgesamt 3 von solchen Pistentüren hintereinander, weil ich finde, sieht immer ziemlich cool aus, wenn so zuerst ein Tor aufgeht und dann noch eins. Dementsprechend würde ich sagen, entweder lassen wir 2 oder 3 Blöcke, ich glaube, ich mache 3 Blöcke dazwischen frei. Und dann nochmal 3 Blöcke, so zack. Dann mache ich hier erstmal ein bisschen Licht hin. So, und dann mache ich hier, ich tue jetzt mal so, als wären die Tore halt offen. Dann kann ich das nämlich ein bisschen besser bauen, natürlich. Sonst würde das ja ein bisschen komisch sein, wenn ich hier Blöcke in der Luft habe, die immer im Weg sind und so. Und ich muss ja wahrscheinlich öfters mal rein und rausgehen hier. Dann machen wir mal so, das hier so als
Boden. Ach, wobei, das könnte man auch in der Mitte lassen, vielleicht. Mal gucken, wie das besser aussieht. Also wenn ich so mache und dann hier eben diesen Stein benutze. So, zack. Und dann hier vielleicht irgendwie wieder Licht oder sowas. Das wäre natürlich super. Aber ich könnte das Licht auch nach oben machen eigentlich. Das wäre vielleicht noch besser. So, dann mache ich das da erstmal wieder zu. Zack. So, sieht ein bisschen langweilig aus. Ich weiß nicht, wie ich das besser machen könnte. Man könnte hier halt auch sowas machen. Da müsste ich halt da alles austauschen zu diesem Stein hier. Gucken, wie das dann aussieht. So, soll ich das so lassen? Ich glaube, ich lasse es erstmal so und mache hier unten vielleicht dann trotzdem noch den Andesit hin. Müssen wir das gleiche natürlich auch nochmal machen. Hier muss das hin. So, und hier hinten kommt dann halt nochmal so ein größerer Raum auf jeden Fall. So, dann machen wir hier nochmal den hier. Zack, zack. Den hier einmal drumherum. Und dann mache ich oben in die Decke schon mal das Licht, damit wir hier auf jeden Fall was sehen können. Zack, mach Glas davor. Und dann, was man hier auch machen könnte, tatsächlich wären eigentlich Halbsteine. Gucken, wie das dann aussieht. Wenn ich hier sowas mache, kann ich hier auch nochmal machen. Ich glaube, es sieht sogar ein bisschen cooler aus. Dann tausche ich den noch aus und den und den und den. Und hier natürlich dasselbe auch nochmal. Zack, dann wieder Halbsteine nehmen. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus, das kann man so lassen. So, dann waren hier, genau da waren die, so, zack. Ah, ne, da nicht, sondern hier. Und dann sieht schon mal der Eingang eigentlich ganz gut aus. Ich bin noch nicht sicher, was ich mit dem Block da machen soll. Den könnte ich auch nochmal austauschen eigentlich. Sieht, glaube ich, nochmal netter aus. Und dann machen wir hier hinten halt wieder quasi dasselbe, denselben Stil wie hier vorne, so als Ausgang. So, da hat eine Umrandung quasi mit Andesit darum. So, zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen, kann man das so lassen und dann machen wir halt wieder Stufen runter. So, und dann muss hier halt irgendwo Licht hin. Und dann machen wir mal hier, zack, haben wir die Lampe. Stell die mal nach hier. Was man denn hier machen könnte, wäre das Ganze noch ein bisschen größer zu bauen tatsächlich. Das mache ich jetzt auch nochmal schnell off-camera quasi. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen weggesprengt. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt so, dass hier ein etwas längerer Gang ist und man dann hier rechts in so eine Dekontaminierungszelle kommt, wo man dann eben mit Wasser so bearbeitet wird, dass man halt quasi die ganze Strahlung los wird und so weiter. Und dann kann man erst weiter in den Bunker, das würde ja eigentlich Sinn machen, weil so, das ist ja so die Idee von dem Bunker, dass man da halt sicher ist vor sowas zum Beispiel. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch. Und zwar mache ich dann dafür erstmal nochmal so Stahlträger hier hin quasi. Und zwar würde ich sagen, dass wir dazwischen dann drei Blöcke frei, genau. Und dann können wir hier nämlich den hier schon bauen, also hier soll dann das Tor rein quasi. Ja, mache ich hier einfach nochmal drei, so in etwa, und ziehe die dann hier einmal rüber. Das müsste, glaube ich, gehen. Und ja, ich weiß nicht, was ich denn hier noch irgendwie hinmachen soll. Oder soll ich das noch? Nee, ich mach das so. Ja, so, also passt schon. Dann haben wir da oben noch ein bisschen was. Das, glaube ich, geht klar. Ich weiß nicht. Was könnte man hier noch hinbauen? Also eigentlich ist es ja meistens so, wenn man dann zum Bunker reinkommt, dann wird man da erst gecheckt, so ob man überhaupt in den Bunker darf. So von der Gefahr her. Also für die Leute, die da drin sind halt, dass man nicht irgendwie dann auch noch angesteckt wird oder kontaminiert wird oder sowas. Und deswegen müsste ich hier oben eigentlich nicht noch mehr hin, glaube ich. Weil meistens ist es ja dann, wie gesagt, echt so, dass man dann erstmal halt gecheckt wird und dann darf man halt schon in den Bunker rein. Und ich wüsste auch nicht, was man hier noch hinbauen sollte. Irgendwie keine Ahnung, eine Rezeption oder sowas. Wäre ein bisschen komisch, glaube ich. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir dann hier direkt den Eingang schon hin. Und zwar würde ich sagen, machen wir den dann auf dieser Höhe hier. Bedeutet, hier kommt wieder Eisen hin. Dann kommt hier einfach auch wieder eine ganz normale Pistentür und dann kommt man hier so in diese, ja, in diese Waschzelle, in die Dusche, was auch immer. Und wird dann hier auf jeden Fall gereinigt erstmal. Dann machen wir das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen höher. Sieht jetzt ein bisschen nicer aus. Ich würde das so 4 hoch ungefähr bauen. Dann machen wir hier nochmal eine Reihe hin und hier, zack, so. Und da oben kommt dann wieder sowas hin. Und dann machen wir hier auf jeden Fall auf dieser Seite und auf dieser Seite eine Lampe hin. Wobei, das sieht man dann auf dieser Seite, das ist ja blöd. Dann mache ich die an die Decke vielleicht. Oder gar keine Lampe. Oder ich mache nur, ja, okay. Man könnte es natürlich auch so machen, dass man halt weniger Licht hat tatsächlich, weil die meisten Bunker sind ja eher so ein bisschen dunkler. Dementsprechend, oh, was habe ich hier? Okay, hier habe ich es falsch gebaut, das müssen ja 3 dazwischen sein. Oh, oh. Ist das hier nochmal hier hin, so, zack. So, und dann machen wir hier oben nochmal eine Lampe hin, auf dieser Höhe, genau. Dann lassen wir das erstmal so, das müsste dann reichen. Ich mache nochmal die hier auf dem Fußboden weg, mal gucken, wie das dann aussieht.
Ja, ich denke, das kann man lassen. Ich glaube, das ist so die gute Helligkeit, also so eine gute Helligkeit auf jeden Fall für einen Bunker. Sollte ja nicht zu hell sein und vor allem, das hier sind ja auch nicht die Wohnbereiche quasi, sondern einfach nur, keine Ahnung, so die Eingangshalle oder so, wenn man so möchte. Ja, wobei hier ist es schon ziemlich dunkel. Ich mache dann da oben doch lieber nochmal Lampen hin. So, und dann mache ich hier wieder den Cleanstone hin. Muss ich da oben nur nochmal, aber wobei da könnten dann wieder solche hin. So, zack. Oh ne, den hier will ich da hin. So. Dann würde ich sagen, sieht das schon mal ganz gut aus. Da oben könnte man sonst noch solche Halbsteine oder von dem Andesit vielleicht Halbsteine hin tun. Genau die hier. So, ich denke, ja, so sieht das doch schon mal ganz gut aus. Dann geht man hier rein, kommt hier in diese Zelle. Die würde ich sagen, sind dann so drei Blöcke groß. Und dahinter kommt dann wieder eine Tür. Und dann kommen dahinter halt die Treppen nach unten und Fahrschuhe und sowas. Und das werde ich auf jeden Fall in dieser Folge. Also, ich habe mir überlegt, ich werde das auf jeden Fall in mehrere Parts machen tatsächlich. Weil ich glaube, so, keine Ahnung, so 3 oder 4, 15-Minuten-Videos sind halt viel cooler als so ein Video, was eine Stunde geht oder sowas. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall dann noch den Fahrstuhl und die Treppe und dann müsste das erstmal reichen für dieses Video. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Deswegen machen wir hier jetzt nochmal. Ich bin auch gerade im Überlegen, vielleicht doch tatsächlich das Ganze drei breit zu machen, also auch 3x3 Türen dahin zu bauen. Das ist schwierig. Ich glaube, ich lasse es bei 2x2 einfach, damit man so ein bisschen Abwechslung hat, was so die Türen auch angeht. So. Dann machen wir hier diese Wasserzelle hin, wo man dann abgespült wird. So, und dann mache ich hier an den Seiten einfach den hier. Und dann oben in der Decke werden dann zwei Dispenser sein, hier und da. So, die kann ich da eigentlich auch schon mal hinstellen, damit ich das später nicht vergesse. So, und da kommt dann halt Wasser raus und da wird man hier eben gewaschen quasi und dann geht das Wasser weg und dann geht diese Tür auf und man kommt dann hier halt weiter. Man könnte hier unten tatsächlich auch so eine Bodenbeleuchtung reinmachen, das wäre vielleicht auch ganz cool. So, na, wobei, da müssen eigentlich Abflüsse hin. Ich glaube, ich mache da lieber Abflüsse hin. Dann ist es halt dunkel, wenn man da reingeht, auch gruselig, aber naja, na, man muss halt einiges auf sich nehmen, wenn man hier hin möchte. Ja, ich glaube, so sieht es gut aus. Dann steht man hier und dann wird man hier gewaschen und dann geht's weiter. Man könnte sonst zur Not auch hier tatsächlich. Oder, nee, warte. Soll ich das so machen? Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Dann mache ich da oben noch solche rein. Ich glaube, so lasse ich es und mache dann da oben aber dafür noch Licht rein. So. Man könnte natürlich, ja, das ist ja noch besser. Ich mache da einfach Redstone-Licht da rein. Weil dann sieht man hier halt, oder dann kommt tatsächlich nur dann Licht, wenn man auch da drin ist. Man muss ja auch auf den Energieverbrauch achten im Bunker. Ja, man hat ja auch nicht genug Energie für immer. Na, ich denke, so kann man das machen. Das ist schon mal ganz gut. So, dann müssen wir uns nur erstmal um diese Halle hier noch kümmern. Und ich würde sagen, die richten wir allerdings nicht so krass ein, weil es wie gesagt halt einfach nur so ein billiger Eingang sein soll, mehr oder weniger. So. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier vielleicht vor allem eben diese beiden Blöcke hin, also Smooth Stone und den Andesit. So, den mache ich hier überall mal zwischen. Dann ist halt die Frage, was hier hinkommt. Da könnte man vielleicht eine Karte hinmachen oder ein Bild oder sowas. Ja, muss ich mal gucken. So, auf jeden Fall mache ich dann hier, denke ich, so die Säule hin. Ich denke, das kann man so lassen, auf jeden Fall. Dann mache ich das. Ich weiß nicht, was ich dazwischen machen soll. Einfach so Steine. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Ich mache das erstmal und dann können wir uns ja noch überlegen, was da hin soll. Ja, sieht irgendwie nicht so gut aus. Da könnte man jetzt so ein bisschen verzieren, sage ich mal. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal hier diese, den Concrete angucken. Den werde ich nämlich später auch so ein bisschen für Farb. Akzente benutzen quasi und den könnte man halt da oben einfach in der obersten Reihe dazwischen packen. Gucken, wie das dann aussieht. So, man könnte hier natürlich auch noch geheime Türen einbauen oder sowas. Vielleicht so einen geheimen Notausgang, der dann nach hier oben führt. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Idee, dass man halt vom Bunker, falls irgendwie die Treppe, weiß nicht, überrannt wird oder keine Ahnung, kontaminiert ist oder sowas, dass man dann tatsächlich hier nochmal durch so eine geheime Treppe nach hier kommt. Das werde ich auf jeden Fall machen, denke ich. Müssen wir uns gleich nur nochmal überlegen, wo halt die geheime Treppe dann hin soll. So, zack. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber ich glaube, ich mache hier tatsächlich so die Säule. Ja, doch, kann man so lassen auf jeden Fall. Dann die Decke mache ich, glaube ich, aber ein bisschen fancier tatsächlich. Aber wie? Das ist immer das Problem bei so einem Bunker, dass man halt theoretisch ja einfach sein. Also es sollte ja relativ einfach gebaut sein und möglichst, ja, einfach. Ne? Wie nennt man? Einfach. Wie nennt man, funktional halt. So. Ja, praktisch einfach. Ja, praktisch kann man, denke ich, sagen. Nur man möchte es natürlich auch irgendwie hübsch bauen. So, gerade in Minecraft will man es ja auch ein bisschen, weiß nicht, ne? Man will ja coole Häuser bauen und nicht einfach nur funktionale Häuser, weil die sehen ja meistens nicht so cool aus irgendwie.
Aber gerade bei so einem Bunker oder bei Bunkergeschichten ist natürlich dann so die Frage, ne? Ob man dann halt wirklich so stilecht bleibt, weil die meisten echten Bunker, also ich war zum Beispiel schon mal in so einem Luftschutzbunker quasi und habe mir den angeschaut. Und das ist halt absolut ranzig und einfach nur Betten und Lebensmittel, dass man halt einfach überleben kann, so mehr oder weniger. Ist in Minecraft ja eigentlich ein bisschen langweilig, ne? Wenn man mal ehrlich ist. So. Dementsprechend ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen, finde ich, ob man jetzt einfach echt für die Funktionalität geht einfach nur, und das wäre in Minecraft halt ultra langweilig, dann würde man ja einfach mit Obsidian alles umranden und dann so ein paar Kisten dahinstellen, wo dann einfach viel Essen drin ist, so mehr oder weniger. Ja, ich mach mal die Monster übrigens aus. So, zack. Das ist halt die Frage, ne? Dann mache ich hier einfach sowas in den Fußboden als Boden. Dann, ja, irgendwas muss hier noch hin, da muss man sich jetzt was überlegen. Man könnte hier vielleicht einfach so Kisten hin tun, die vielleicht, weiß nicht, so gerade noch so reingeschafft wurden, bevor irgendwie die Türen geschlossen werden oder sowas. Einfach so ein bisschen Vorräte vielleicht. Oder man könnte in die Wände hier tatsächlich, das ist eigentlich auch eine ganz coole Idee, dass man da nochmal extra Lampen hinmacht, die man dann auf Bedarf quasi anschalten kann. So vielleicht. Okay, hier jetzt nicht unbedingt, aber hier dann nochmal. Hier nochmal. Oh, so. Und wie gesagt, die ganze Verkabelung und so, das werde ich am Ende machen. Weil es könnte sich ja theoretisch noch alles ändern hier, wie wir das bauen. Und ich denke, so kann man das aber lassen. Dann könnte man ja hier sonst vielleicht echt so ein paar Betten einfach noch hinstellen, so auf Notfall angelehnt. Dass man hier, wenn man drin ist, erstmal sicher ist zumindest, und dann später kann man dann tiefer in den Bunker rein. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Und zwar würde ich sagen, machen wir dann hier nochmal so eine kleine Halle. Die werde ich dann jetzt erstmal ausheben. Da habe ich ja wieder richtig Bock drauf, aber muss ja gemacht werden. So, ich habe jetzt erstmal einen Raum ausgehoben. Und da würde ich sagen, bauen wir jetzt auch erstmal das Ganze ein bisschen hübscher. Und zwar geht man dann, würde ich sagen, hier erstmal noch über so eine Türschwelle so quasi, damit hier das Ganze ein bisschen versteckt ist. Also das ganze Redstone, was dann natürlich später dann noch hinkommt. So. Und dann machen wir hier auf jeden Fall wieder Säulen hin, mit dem Andesit. So, das sieht nämlich, ich finde, das sieht halt super massiv aus tatsächlich, wenn man sowas hier zum Beispiel baut. Und das sieht halt auch, weiß ich, einfach so stabil aus, das könnte auf jeden Fall ein Bunker sein, denke ich. Dann machen wir hier vorne nochmal so Stufen, denke ich. Ich denke ziemlich viel gerade. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall lassen. Und dann kommt hier auf jeden Fall, denn ich will, also ich habe eben tatsächlich nochmal überlegt, man könnte auch noch so einen Kran bauen, der vielleicht so schwere Sachen nach unten fährt. Wäre tatsächlich auch eine coole Idee. Ich glaube, das mache ich sogar. Und dann gehen wir hier, würde ich sagen, wieder drei Blöcke in diese Richtung. Und machen dann hier oben nochmal so einen Stahlträger hin. Das Ganze hier dann hier auch nochmal. Also bedeutet drei in diese Richtung ist dann hier. Dann hier so rüber. Dann kann man nämlich hier wieder halt, ne, diese ganz normale Mauer halt bauen. So vielleicht. Und das Ganze hier natürlich auch nochmal. Zack, 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 zack. Dann machen wir hier den Kran. Hier machen wir den Fahrstuhl. Und geradeaus ist dann die Treppe. Weil die Treppe wird, denke ich mal, so das Standardmäßige dann später sein. Weil man hat ja wahrscheinlich nicht immer so Energie genug für den Fahrstuhl oder sowas. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir dann hier nochmal eine Stahlsäule hin. So, dazwischen dann drei Blöcke frei und dann wieder hier eine Säule. Drei Blöcke frei, Säule. So, denke ich, kann man das machen. Und hier kommt dann halt, wie gesagt, Fahrstuhl hin und auf der anderen Seite dann der Kran oder links der Kran. Ich weiß nicht. Ja, mal, ich glaube, ich mal links den Kran. Also hierhin kommt der Kran. Und auf der anderen Seite kommt dann der Fahrstuhl. Müssen wir uns natürlich noch überlegen, wie wir den bauen. Ich hatte jetzt die tolle Idee dafür, aber weiß noch nicht, wie ich den bauen soll. Mal gucken. Ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal den Fahrstuhl, der ist relativ einfach. Zu dem Fahrstuhl, wie der funktioniert, habe ich tatsächlich auch schon ein Tutorial gemacht. Und ich habe auch schon mal so ein Aufzugstutorial gemacht, da geht es dann aber mehr so um Wasseraufzüge und das wäre vielleicht in einem Bunker ein bisschen komisch. Ja, den normalen Aufzug, der ist so gut, also wirklich, das ist so einfach zu bauen und der funktioniert tatsächlich richtig gut. Den werde ich hier auf jeden Fall reinbauen. Und ja, da oben muss auf jeden Fall noch einer hin. Da natürlich. So, die hier weg, zack, zack, zack. Da auch noch einen hin und dann mache ich den hier auch nochmal weiter. Sieht ja eigentlich schon mal ganz nice aus. Und da könnte man hier oben vielleicht so eine Art Kuppel machen, damit es hier doch noch ein bisschen besser aussieht. Weil langsam kommen wir so in die Gefilde, wo es dann auch ein bisschen hübscher aussehen sollte. Ja, ich mache sonst hier auf dieser rechten Seite die Treppe hin und mache dann links nochmal so eine Rezeption halt tatsächlich. Also irgendwie, wo man nochmal so ein Schaltpult hat, wo man so ein paar Sachen steuern kann. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz cool hier oben zu haben. Weil gerade auch hier oben würde, also wenn jetzt neue Leute hier reinkommen würden oder sowas, dann würde man ja hier auf die warten, weil da kommen sie an quasi. Deswegen muss hier natürlich auch noch ein bisschen mehr eingerichtet sein quasi. Und die Ecke hier haue ich jetzt auch nochmal schnell weg. So, hier ist tatsächlich schon der Berg zu Ende. Da muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwie ein bisschen mehr Berg hinbauen.
Das werde ich später machen. Und ich habe das Ding hier tatsächlich nochmal versetzt. Das war vorher quasi so. Also so habe ich es gebaut, aber ich habe es jetzt so gemacht, dass die sich hier verbinden. Und dann hier runter gebaut. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Dann kann man nämlich hier in der Mitte, in den mittleren... Ne, warte mal, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Oder die hier sind nicht auf derselben Höhe. Oder, ne doch, ja, die sind auf derselben Höhe. Ne. What? Ah, hier habe ich nur einen gemacht und hier sind es zwei. Mache ich jetzt einen oder zwei? Ich mache einen. So, dann muss das hier alles nochmal ein bisschen dichter ran. Oh, das ist ja nice. So, das war ja halb so wild. So, dann machen wir hier vorne nämlich so eine Art Rezeption hin tatsächlich. Vielleicht mache ich die auch noch einen weiter so. Und dann hier hinter noch einen Raum und dann kann man nämlich hier in der Ecke, würde ich sagen, runtergehen. Und hier kommt dann, wie gesagt, die Treppe nach unten hin. Und damit würde ich jetzt auch mal tatsächlich anfangen. Dafür brauche ich aber nochmal Licht hier irgendwie. Zack, so. Und zwar machen wir das Ganze, würde ich sagen, oh, hier ist sogar eine Höhle, das ist ja witzig. Das Ganze wird die Grundform haben. Ich muss mal kurz ein bisschen austesten. Ich glaube, es wird zu groß. Also ich will die Treppe ja natürlich auch nicht zu groß bauen. Wie machen wir das denn? Also wenn ich jetzt hier so mache, könnte man... ich glaube, ich mache den hier zwei. Mal hier nochmal ein bisschen was weg, zack, zack, zack. Ich muss jetzt auch mal ausprobieren. Also normalerweise bei den meisten Tutorials habe ich ja schon im Kopf so einen genauen Plan, wie ich das machen werde. Hier allerdings nicht. Hier werde ich das mal so ein bisschen improvisieren quasi. Ist aber, glaube ich, auch ein bisschen cooler, wenn ihr mal so den Prozess seht, wie man dann, ne, auf so Ideen kommt quasi. So. Ja, das wird auf jeden Fall zu groß, also das will ich es nicht bauen. Ich glaube, ich teste einfach mal was mit Stufen. Ich weiß nicht, was ich... Ich glaube, ich nehme diese hier als Stufen tatsächlich. Dann mache ich sonst hier einfach so die... Na, wobei, ist auch komisch. Ah, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will. Wir machen erstmal was anderes. Also hier soll auf jeden Fall der Fahrstuhl hin. Und für den Fahrstuhl braucht man insgesamt ein 4x3 Loch. Das bedeutet, wir haben jetzt hier 3, 4. So. Dann würde das halt hier so nach unten gehen. Auf dieser Höhe quasi. Dann können wir nämlich hier vorne schon mal Säulen hinbauen quasi. Und zwar, also ich habe es jetzt zum Beispiel in meinen Welten immer mit Glas gemacht. Wäre vielleicht in einem Bunker ein bisschen uncool. Deswegen nehme ich hier mal diese Steine hier. So, und dann mache ich da oben nochmal zu. Und hier würde man sich dann halt draufstellen. Und dann geht es hier nach unten. Ich denke, das lasse ich dann auch erstmal so. Vielleicht mache ich da sogar nochmal kurz Licht hin. Und auf der anderen Seite kommt dann jetzt der Kran quasi. Und da würde ich sagen, machen wir denn hier so eine Leitung mit... Was könnte man dafür nehmen? Ich nehme mal Eisen dafür. So. Die geht dann quasi hier einmal so entlang. Und hängt quasi so an der Decke oder sowas. Und dann machen wir da unter mal so... So eine Art Seil quasi. So, zack, 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 zack. Und das würde dann hier quasi so hin und her gezogen werden. Und würde dann hier... Oh ne, hoppala. So, hier. Hier würden dann Sachen runtergehen quasi. Beziehungsweise hier könnte man dann Sachen anhängen. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwie so ein... Weiß nicht, so ein Podest-Dingsbums hat. Oder wobei hier könnte es auch fest sein. Und dann wird es hier so... Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es habe. Also, die Idee ist jetzt quasi, dass hier... das Seil irgendwie drinne ist. Und dann wird es hier halt hoch oder runter gezogen. Und da kann man hier halt, je nachdem, wie man es halt haben möchte, das Seil nach unten gehen lassen. Und da würden dann halt die Sachen halt unten sein. Oder was ich wahrscheinlich so machen werde, ist, den hier quasi so die Fläche haben, wo man halt seine Sachen draufstellen kann. Also hier zum Beispiel, dann müllt man das hier alles voll mit den Sachen, die man hat. Und dann lässt man es halt nach unten gehen. Funktioniert natürlich nicht in Minecraft so, aber die Idee ist halt so. Ja, das ist eigentlich ganz cool, glaube ich. So, und dann machen wir auf jeden Fall, denke ich mal, hier... ein Licht hin und den Schacht mache ich mal wieder aus diesem Cleanstone und das Andesit. So. Der würde dann halt hier ziemlich tief nach unten gehen. Ich mache das hier nochmal weg, damit wir hier ein bisschen besser bauen können. So. Der würde dann halt hier bis nach unten gehen, tralala. Wobei man dann hier natürlich auch nochmal so eine Pistentür zwischen machen würde. Und ansonsten könnte man ja hier halt einfach runterfallen. Ist ja auch ein bisschen komisch. So. Hier nochmal ein bisschen was weg und dann kann ich euch mal zeigen, wie ich das gemeint habe. Ist natürlich immer schwierig so, wenn man das, wenn man im Kopf schon weiß, wie man es quasi machen möchte, aber es nicht so rüberbringen kann, also nicht so zeigen kann, weil man halt das Beispiel noch nicht hat. Das machen wir ja jetzt. Und zwar wird dann hier so eine Linie sein, dann kommt hier auf dieser Ebene, oder warte, wir machen hier erstmal Licht, damit man noch was sieht, so. Und dann mache ich auf dieser Ebene hier eine Pistentür, die dann hier quasi ausfahren würde, also die würde jetzt... im Zweifel zu sein, das würde dann so aussehen, da kam hier halt nichts runter. Aber wenn man halt was unterlassen möchte, macht man es halt auf. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir dann hier in der Mitte einmal fette Säulen hin.
So. Und dann hier natürlich Glas vor, man kennt ihn. Wobei, da könnte man auch fast wieder diese ganz normalen Lampen machen, die man dann halt an- oder ausschaltet. Das wäre auch richtig cool. Ich glaube, ich mache in dem Schacht ganz viele Lampen. Und die, wenn halt die Tür aufgeht, dann gehen auch die Lampen an. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Ein ganz cooler Effekt, denke ich. Es ist ja auch ein Redstone-Bunker, ne? Da muss ja möglichst viel auch mit Redstone gebaut werden. Und das wäre, glaube ich, auf jeden Fall eine coole Sache. So, und dann machen wir das Ganze hier so nach oben. Und ja, was, ich hätte es auch einen weiter hier hinbauen können eigentlich. Mach nochmal so, zack. Dann machen wir einfach zack, zack, zack. Achso, ne, da soll dieser hier hin, so. Und hier in den Zwischenraum mache ich dann, was mache ich da hin? Nochmal sowas hier, das würde komisch aussehen. Das andere würde auch komisch aussehen. Oder ich mache den einfach einen weiter nach da. Kann man natürlich auch machen, so. Sieht vielleicht ein bisschen doof aus, aber was soll's, ne? Wobei man dann hier auch irgendwie... Sieht das komisch aus? Ich weiß ja noch nicht. Ich glaube, ich lasse einfach so. Wird schon passen. Also dann kann man hier halt, wie gesagt, das ganze Ding beladen. Ich kann ja mal hier zum Beispiel solche hin tun, dann können wir da noch ein bisschen durchgucken quasi. So. Und dann statt halt nämlich mit dem ganzen Zeug halt in den Fahrstuhl zu gehen oder die Treppen runterzulaufen, was ja super anstrengend ist, könnte man dann halt hier sein Hab und Gut halt draufstellen. Und das wird dann halt vom Kran nach unten lassen. Ist, glaube ich, ganz cool. Wobei ich das Ende hier noch ein bisschen doof finde, das muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das machen, aber ich denke, der Rest ist soweit klar. Und dann müssen wir halt hier oben noch Dingsbums, ne? Man könnte das Ganze auch noch höher bauen, dann oben nochmal so Verbindungen machen. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ich glaube, ich lasse das lieber. Dann machen wir nämlich hier so und den Rest kleiden wir dann hier einfach mit Halbstein, würde ich sagen, aus. Dann muss ich die hier alle nochmal höher machen. Dann kommen die Halbsteine hier hin. Zack, zack. Dann hätten wir das auch soweit. Dann kümmern wir uns nochmal wieder um die Treppe tatsächlich. Vielleicht habe ich ja jetzt mal bessere Ideen. Weil wie gesagt, ich will die halt nicht so fett bauen. Das muss ja auch ein bisschen zum Maßstab passen. Und wäre natürlich komisch, wenn wir so eine riesige Treppe haben und die Gänge hier aber so schmal sind. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir einfach hier nochmal eine Säule nach oben. Dann hier eine Doppeltür rein. Hier machen wir dann Wand hin oder sowas. Mal gucken. Ich mache hier erstmal Wand hin, können wir uns später sonst noch umentscheiden. Und Licht auf jeden Fall so. Und dann kommt hier nach dann die Treppe quasi. Wobei man hier auch eine Pistentür tatsächlich, Pistentür ist vielleicht wieder ein bisschen übertrieben an der Stelle. Oder, ist alles so schwierig. Ich lasse einfach so. Dann geht man hier runter und dann kommt hier die Treppen. So. Die werde ich dann insgesamt auf einer Fläche von... ein bisschen größer als 3x3, glaube ich, machen. Also wir haben jetzt hier 3x3. Dann mache ich hier... Okay, Säulen habe ich, gut. So, dann machen wir es, denke ich, so, dass... Also ich mache hier eine Säule hin. Dann mache ich dazwischen drei Blöcke weg, quasi. So. Und dann kommt hier wieder eine Säule. Dann mache ich hier wieder drei Blöcke weg. Ich glaube, das müsste auch vom Maßstab dann einigermaßen passen. Dann kommt hier wieder Säule hin, wieder drei Blöcke dazwischen frei und dann hier hinten wieder Säule. So, dann mache ich das hier nochmal ein bisschen weiter zu, so in etwa. Wir können auch Glas dahin machen, das sieht vielleicht auch ganz gut aus. Dann kommt hier halt die Tür rein. So, ich denke, ich lasse es einfach so. Und ich glaube, so groß reicht das dann auch von der Treppe her. Dann kann man nämlich hier zack, zack, zack. Dann geht es hier weiter nach unten und dann kann man hier immer so... ich weiß nicht, wie man das dann so drei Blöcke halt benutzt und daraus dann die Treppe bauen im Endeffekt. Dann macht man das halt immer noch ein tiefer. So in etwa. Und ich würde sagen, ich buddel jetzt hier erstmal das Loch und dann können wir hier die Treppe nochmal schnell bauen. Also das Loch habe ich jetzt soweit fertig und ich habe das bis Ebene 45 runtergebaut. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal nochmal, wie man die Treppe dann baut. Also ihr fangt halt einfach an und macht dann immer diese drei Blöcke einfach irgendwie. Hauptsache, dass es passt. Und ja, das ist es eigentlich. Also ihr macht dann... Wie gesagt, einfach immer auf der nächsten Ebene dann nochmal drei, dann hier wieder irgendwie drei. Und das darf halt natürlich keine Lücke denn dementsprechend entstehen. Und man kann eigentlich keinen Fehler machen, also es ergibt sich halt immer. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt halt einfach mal bis ganz nach unten. Let's go. So, die Treppen habe ich jetzt soweit fertig, bis zur Ebene 45 nach unten gebaut. Und jetzt kümmern wir uns noch ein bisschen um das Licht. Und zwar würde ich sagen, machen wir ein bisschen Licht dahin, allerdings nicht zu viel. Und zwar würde ich sagen, jedes Mal, wenn wir quasi auf dieser Seite hier sind, machen wir da einen Lichtblock hin. Das bedeutet hier einmal drumherum. Dann kommt hier ein Lichtblock hin. Oder vielmehr zwei nach innen natürlich und dann so eine Fensterscheibe davor. Dann hier wieder
dahin und Fensterscheibe davor. So, und dann wieder hier unten. Zack, und Scheibe. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich damit, oder wie ich das mache. So, und ganz unten machen wir da kein Licht hin, sondern hier kommt dann eine Tür hin, die dann wieder in den Bunker reinführt quasi, beziehungsweise in den restlichen Bunker. So, und was jetzt natürlich hier noch überall ist, sind so ganz viele andere Gesteinsarten und die werde ich jetzt natürlich auch nochmal mit Stein austauschen. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich zwischendurch auch noch ein bisschen Andesit machen, weil Stein und Andesit zusammen sieht, finde ich, ziemlich gut aus. Und das werde ich dann hier hinten oder hier unten überall, denke ich mal, so ein bisschen machen. Ja, das ist zum Beispiel auch wieder sowas, was ich euch ja, denke ich, nicht zeigen muss. Also ich werde jetzt einfach überall hingehen und dann immer, wenn hier nicht Stein ist, quasi mache ich den weg und baue dann hier so ein bisschen Andesit einfach dazwischen, damit es so ein bisschen cooler aussieht. Und hier unten werde ich, denke ich, irgendwie einen anderen Fußboden hinmachen, aber das werdet ihr dann ja auch noch sehen. So, und hier oben müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was bauen. So, werde ich hier erstmal natürlich das Ganze verbinden, damit das ein bisschen massiver aussieht. Und dann, denke ich, mache ich da oben einfach nochmal so eine Scheibe vor.